Das gibt es eigentlich so noch gar nicht. Das Arbeitsklima, sage ich mal, das war wunderbar. Ich finde es so wichtig, dass man den jungen Leuten die Möglichkeit und die Chance bietet. Wir müssen nur Gas geben, ja. Von vorne. Thomas, Lukas und Daniel sind in der Abschlussklasse der HTL Salzburg. Für ein Matura-Projekt bauen sie bei der Salzburger AG etwas Neues. Eine Konstruktion, die spontanen Spannungsverlust bei mobilen Stromgeneratoren verhindern soll. Daran tüfteln die drei Schüler schon seit Monaten. Das gibt es eigentlich so noch gar nicht. In Holland ist zwar eine Firma, die macht so etwas Ähnliches, aber wirklich zum Kaufen gibt es noch gar nicht. HTL-Schüler müssen seit Jahren in der Abschlussklasse selbstständig ein Gruppenprojekt meistern. Heuer ist das Diplomprojekt Corona-bedingt eine besondere Herausforderung. Jetzt war es aber ein wenig schwierig, weil ja der Firmentag zum Beispiel nicht zustande gekommen ist, denn was wir immer haben an der HTL. Aus dem Grund haben wir nachher Nachrichten, also E-Mails an die ganzen Firmen geschickt. Da hat sich dann die Salzburger AG gleich mal gemeldet mit einer interessanten Idee. Wir haben immer aus der Praxis heraus viele Aufgabenstellungen, die wir gemeinsam mit der HTL erproben können und in der Praxis gleich testen können und so jungen, angehenden Ingenieuren die Möglichkeit geben können, gleich praxisorientiert ihr Wissen zur Probe zu stellen. Das Diplomprojekt setzen Thomas, Lukas und Daniel gemeinsam mit ihren Betreuern aus der Schule und von der Salzburger AG um. Sie sind derzeit in Enzbört, die Uhr tickt. Jetzt schauen wir nur, was wir genau brauchen, wie wir was aufnehmen, dass wir das dann auch gut darstellen können in unserer schriftlichen Arbeit, dass man das umbringt, was wir gebaut haben, dass das auch funktioniert. Ja, wir haben jetzt noch Zeit bis Anfang April. Da sollte aber schon der schriftliche Teil von der Diplomarbeit auch schon fertig sein. Also wir müssen nur Gas geben. Ja. In der Salzburger AG richtet man sich währenddessen schon auf die nächsten Jahrgänge ein. An Projekten und Ideen mangelt es nicht. Ja, wir hätten schon ein bisschen was in der Schublade, weil was wir schon lange suchen für uns, für die Werkstätte, das war eine vollautomatische Trafowickelmaschine, was so am Markt auch nicht zum Kaufen gibt. Also das war für uns einmal was für Mechatroniker oder so oder Maschinenbauer ganz was Interessantes. Also es war schon wieder was da. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich jederzeit über die Schule bei der Salzburger AG für ihre Projekte bewerben.